Hallo, du wunderbare Seele, ich grüße dich. Wieder liegt ein Monat hinter uns und der September 2019 beginnt. Wenn du möchtest, dann begleite ich dich gerne an den besonderen Tagen, wo die Energie gerne auch Menschen anhebt, sage ich immer. Und zwar mit den Energieübertragungen an den Portaltagen, Vollmond und Neumond. Du liest das im Newsletter genau, wann diese Tage sind, über die Ferne. Was heißt über die Ferne? Du musst nicht online gehen, du brauchst nicht Zeit haben, sondern es darf für dich geschehen. Die geistige Welt kennt kein Raum und Zeit. Dadurch ist es auch nicht wichtig, zu welchem Zeitpunkt was gemacht wird. Die Uhrzeiten, das gibt es nur zwischen uns Menschen. Aber was Energien betrifft und Energieübertragungen, so geschehen die raum- und zeitlos. Ich mache das in der Früh, so zwischen 7 und 8. Und damit du einen Anhaltspunkt gerne hast, aber es bedarf nicht deiner Anwesenheit. Das ist ja das Wunderbare an Energieübertragungen. Die Energien werden in dich eingebettet und werden dann ausgeschüttet. Tröpfchenweise, sage ich immer, zu den Zeitpunkten, wann es für dich gut und richtig ist. Es ist nicht, ich übertrage nicht und dein ganzes Leben richtet sich in diesen Augenblick. Nein, es sind Impulse, die du erhältst. Du wirst klarer in deinem Bewusstsein. Du weißt dann wieder mehr, was ist gut und richtig für mich. Oft erkennen wir es erst in der Rückschau, was sich verändert hat. Du fühlst dich besser, deine Energie wird angehoben. Was ist bei Energieübertragung bei mir immer? Du wirst immer komplett energetisch in allen Ebenen deines Seins gereinigt. Aura, Chakren, unsichtbare Körper, Seelenebene, Ahnen, Seelenfamilie, in allen Zeitlinien, in allen Dimensionen deiner Existenz. Also ich wirke nicht nur in bestimmten Chakren oder nur in der Aura, sondern alles, was dich ausmacht. Und das ist viel mehr, als du mit deinem menschlichen Auge wahrnimmst. Energetisch wird bei jeder Energieübertragung an den genannten Tagen gereinigt, dann die Energie angehoben und die Energie, die einfließen, in dich eingebettet. Die Energien werden immer hochschwingender, sie nehmen nicht ab, sie werden immer hochschwingender. Spreu trennt sich von Weizen, nennt man das schön. Du steigst in deiner Energie dadurch an und du kannst auch dadurch durch Energieübertragungen Lichtcodes aufnehmen. Man nennt das auch, DNA wird hier geöffnet, gewisse Codes oder Verschlüsselungen hat man auch in sich, die können sich dadurch öffnen. Die Kundalini-Energie wird angeregt, Wirbelsäule wird bei mir auch immer aufgerichtet. Das ist sehr wichtig, im Rücken sitzt die Vergangenheit. Ja, und du erhältst auch einen energetischen Schutz, damit diese Energien bei dir Blockaden lösen und transformieren können in der Ruhe. Dieser Schutz ist, wie soll man sagen, ein Licht um dich herum, damit hier sich alles neu ordnen kann. Auch gehe ich immer in eine Reinigungsenergie von deinem Zuhause, denn das schwingt ja doch mit dir mit. Also bei mir wird wirklich hier alles mit einbezogen. Ja, und da wir ja immer im Alltag sind, Stress haben, vielleicht bist du auch viel mehr im Kopf, am Denken und am Arbeiten, ist es halt manchen Menschen nicht möglich, da jeden Tag diese Energien aufzunehmen. Wir sind auch manchmal blockiert, wir sind im Widerstand, im Selbstzweifel. Und dafür gibt es eben so Menschen wie mich, die das für dich machen, wenn du das möchtest. Ja, wenn du dabei sein möchtest, gerne mit der Buchung, der Überweisung ist dein Platz gesichert, bist du dabei. Wir beginnen am 1.
schon, ja, also der erste am Sonntag September ist schon ein Portaltag, also entscheide dich jetzt, das ist wichtig, die Entscheidung, da achte auf deinen inneren Impuls, die Empfehlung gebe ich dir mit, immer mehr jetzt, egal was das betrifft, auf deine inneren Impulse zu achten, dir selbst wieder mehr zu vertrauen, deinen inneren zu folgen. Alles, was aus dir kommt, ist für dich immer gut und richtig. Für einen anderen vielleicht nicht. Es ist deine Wahrheit, deine Gefühle, dein Impuls für dich. Und da auch sich mit seinem höheren Selbst, mit deiner Uressenz, die ja reinst in Liebe und Frieden schwingt. Deine Uressenz, deine Urenergie ist nicht krank, sie ist immer gesund, ist nicht in Unfrieden, in Wut, Zorn, Groll. Sie ist reinstes Licht, reinste Liebe. Und das werde ich auch bei den Energieübertragungen dabei haben, dich wieder mehr mit deinem höheren Selbst zu verbinden, mit deiner Essenz. Ja, wenn du Fragen hast dazu, kannst du mir natürlich gerne diese Fragen stellen. Das ist kein Thema. Du erhältst Antwort auf das Mail mit deiner Frage, sobald ich dafür Zeit habe. Ja, ich lade dich gerne ein. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich bedanke mich auch bei allen, die da regelmäßig dabei sind. Es ist eine Regelmäßigkeit. Darum habe ich ja das so im Monatspaket gemacht. Denn die Welt und du, wir verändern uns täglich, ständig, jede Minute, jede Sekunde. Und wer da immer wieder regelmäßig wie Zähne putzen, aufs WC gehen und so, auch seine Energien reinigen lässt, neue Energien aufnehmen. Es kommen ja da auch wie immer wieder diese Lichtcodes herein. Wenn wir die aufnehmen, dann darf sich so viel auflösen. Ja? Und das gehört dazu. Nicht nur der Körper möchte gereinigt werden, dein Auto, deine Wohnung, sondern auch dein Geist und deine ganzen unsichtbaren Körper. Und das empfehle ich auch wirklich regelmäßig zu tun. Kurzes Feedback zur letzten Energieübertragung vom August 2019. Ich arbeite ja da auch in der Matrix, das heißt, ich nehme all die sich anmelden in eine Gruppe, meistens wandern wir in einen Kristall oder in eine Pyramide. Dort gehe ich mit der Energie auch hinein und hier geschieht dann in diesem geschützten Raum die Energieübertragung. Sehr viel durfte da auch in der Wirbelsäule geschehen. Es sitzt ja auch hier die Vergangenheit im Beckenbereich auch. Ich baue dann auch die Energie immer auf von jedem Einzelnen. Und ja, da wurden diesmal auch so ja, heilende Kristalle, möchte ich das mal so nennen. Ich kann das nicht immer alles in Worte fassen, was hier geschieht, aber die gehen dann so in den Energiekörper hinein, befinden sich dort bis zu circa 3 Tage und da strömt heilendes Licht aus. Ja, das löst sich dann wieder auf. Also da kann es natürlich auch bei manchen sein, dass sie für kurze Zeit wieder ein Schmerz hochkommt. Ja, man denkt sich, oh, jetzt fängt das wieder an. Ja, aber das ist immer so. Ja, der Körper muss auch diese Energien abbauen. Ja, durch Durchfall oder plötzlich Akne oder ja, also der Körper schmeißt ja auch diese gebundenen, schweren Energien hinaus und reagiert dadurch. Ja. Das wird aber immer so geführt, wie es für dich gut und richtig ist. Ja. Und sehr viel körperlich auch wurde hier gearbeitet. Ja, wir sind ja in dem vorigen Monat, manche hat es da
sage ich jetzt, ich merke, dass durch die Klienten, die ich immer wieder habe, ganz schön geschüttelt worden. Ja, Partnerschaft, großes Thema, die Partnerschaft. Da kommt jetzt demnächst auch wieder ein Video von mir heraus. Und ja, erlaube dir, auf deine Themen hinzuschauen. Es ist so wunderbare Auflösung jetzt möglich, oft sogar in sehr kurzer Zeit. Also ging noch vor ein paar Jahren, arbeite ich jetzt mit den Klienten viel schneller und kürzer an Themen als früher. Die Energie ist viel hochschwingender, leichter schon. Und da geschieht in kurzer Zeit wirklich sehr schnell auch Transformation. Webinare gebe ich ja auch. Es fand jetzt erst wieder einfach sein Gratis-Webinar statt. Das findest du auf meiner Webseite, auf der Online-Akademie Erwecke die Göttin in dir. Da findest du ganz unten Webinartermine. Bitte beachte die Anmeldung. Ja. Auch ich nehme mir die Zeit und teile mir das ein und da weiß ich schon gerne vorher, macht wer mit oder nicht. Ja, und das einen Tag vorher. Weil sonst vergebe ich diese Termine natürlich weiter an Klienten, die Hilfe brauchen und habe hier keine Leerzeit. Also so bitte ich mir immer kurz Bescheid zu geben, einfach nur, ja, ich bin dabei. Ja. Das wäre schon sehr nett. Ja, ich freue mich, wenn ich dich auf einem Webinar sehe, auf einen Online-Kurs von mir, Wecke die Göttin in dir, Seelenaufgabe leben oder Wunder werden wahr, Selbsthilfe-Schnellkurs, Meisterkurs, findest du alles auf meiner Webseite oder bei einem persönlich-privaten Termin. Schreib mich einfach an. Du findest mich garantiert. Alles Liebe, deine Sissi Göttling. Und ich freue mich, wenn du bei den Energieübertragungen wieder dabei bist und mit mir ja, in eine Pyramide gehst, in einen Kristall, wenn Heilung geschehen darf. Alles Liebe, tschüss.